Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Wir sind wieder am Start mit unserem Freund Lincoln. Ja, wir machen uns heute mal wieder einen kleinen Spaß und hoffen, dass die Stadt ein bisschen sicherer ist. Moment, jetzt muss ich gerade gucken. Aber erstmal rauskommen. Uah. Moment. Wenn ich hier spawne, dann hasse ich das wie die Pest. Weil man einfach nicht weiß. Moment, ich könnte ja auch. Enkel einzahlen. War. So. Und was ist mit dem Geld auf dem Konto? Wir haben kein Geld mehr im Konto auf dem Konto, weil jetzt, wenn wir umgebracht werden, ist es ja letztendlich scheißegal. Unser Geld ist safe. Aber wie zur Hölle komme ich hier raus? Das ist der Keller, ne? Ich würde diesen Tür nehmen, einfach spontan. So. Was haben wir denn als nächstes zu tun? Wir haben da oben einige Missionen auf jeden Fall. Was ist hier das? Ach, dann fahren wir. Gut, dann reden wir mit Sweet Danny Little. Das ist die nächste Aufgabe, die wir haben. Mal gucken, was heute so passiert. Was haben wir in der letzten Folge gemacht? Das ist auch schon eine Lage. Ich glaube, haben wir mir Frank Pagani mehr oder weniger umgebracht. Ja, das ist natürlich irgendwie nur schade gewesen, weil der wollte uns tatsächlich noch ein paar wichtige Informationen geben. Das hat er nicht mehr ganz geschafft. Also müssen wir es so auf die Reihe bekommen. Ah, endlich. Wieder ein bisschen Mafia zocken. Nach der letzten Session mit 6 Aufnahmefolgen geht heute mal endlich wieder in die Aufnahme für Mafia 3. Das sind jetzt ein paar. Überall stehen unsere verbündeten Freunde herum. Weil wir hier mittlerweile schon einiges an Viertel abgearbeitet haben. Außer da hinten stehen ein paar Feinde. Aber das ist jetzt herzlich egal. Lass mal einfach mal sein. Wir müssen es ja nicht unnötig mit irgendwem anlegen. Und unnötig irgendwelche Munition verballern. So, mal gucken, was wir heute wieder zu schaffen. Ja, genau. Du Pisser, nimmst mir die Vorfahrt weg. Ich hatte Vorfahrt. Ich bin gerade ausgefahren und hatte Vorfahrt. Und du fährst in mich rein und ich krieg die scheiß Strafe, oder was? Oh, lecko mir, man kann es doch übertreiben. Ja, genau. Holt. Scheiß Kampf jetzt beenden, das ist verarschen. So. An alle Einheiten. Sichtkontakt zu Verdächtigem verloren. Fahndung in unmittelbarer Umgebung eingeleitet. So, ich verpiss mich mal gerade weg. Oh, leck mich doch. Ey, ihr habt mir die Vorfahrt weggenommen, ihr Arschgeigen. Ihr habt mir die fucking Vorfahrt weggenommen. Ja, ist klar, Alter. Hauptsache, die eskalieren gerade mal richtig, die Idioten. Nicht
von mir. Entschuldigen Sie bitte. Keine Zeit. Ich wollte nur die scheiß Missionsende machen. Oh, Scheiße. Ich, wie gesagt, die sind abgebogen, in die Karre gefahren und wir sind direkt auf Straßen. Das gibt's ja nicht. An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ach, Gott sei Dank. Ich wiederhole. Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Oh Gott. Oh Gott. Was? Man kann mich aber Lincoln nennen. So. Yay, Mai, ey. Gott sei Dank. So, wir müssen uns mit dem Kollegen nochmal sprechen. Verzeihung. Gut, die Karre, die natürlich jetzt da gestanden hat, ich glaube, die kann man jetzt ganz sicher nicht mehr gebrauchen. Nö, kann man auch nicht. Ja, super. So, wo müssen wir da überhaupt rein jetzt? Hier? Hier, okay. Moin. Der steht oben, okay. Ah, was eine Kacke. Habt ihr schön erstmal wieder... Habt ihr die Kopfschilder an der Backe gehabt? Kennen wir uns? Ja. Hey, du bist doch Sweet Danny Little. Magst du Boxen? Bisschen. Es gibt Leute, die sagen, du hast das Zeug, ein Champion zu werden. Du hast bald diesen Kampf, richtig? Darum brauche ich deine Hilfe. Die Marcano-Typen haben so einen Kerl, heißt Two Dicks Peralta, hat ein Wettbüro in Wilcox Saloon. Er kommt beim Sparring zu mir und sagt, ich muss in Runde 5 K.O. gehen. Sonst. Und du dann? Hab gesagt, er kann mich mal. Am nächsten Tag bricht jemand meinem Bruder dreimal den Arm. Ist okay? So läuft das da. Two Dicks hat sich wohl sogar diesen Jungen geschnappt, Eddie Kenner. Schätze, den will aber eher für inoffizielle Kämpfe nehmen. Man kennt ja die Niggerkämpfe. Massig Kohle zu holen, wenn man weiß, wie die ausgehen. Fuck. Ich gehe mal zu Two Dicks Leuten. Vielleicht finde ich was über ihn heraus. Vielleicht finde ich ja sogar Eddie. Red doch mal mit Peraltas Leuten, wenn du wissen willst, was er plant. Okay. Genau. Öffne die Karte, mein Ziel aus. Hm. Genau, jetzt wieder in die Little. Das fangen wir heute mit dem Glücksspiel an. Wir müssen wieder 50.000 diesmal. Also, wie gesagt, wir müssen wieder 30.000 machen. Wir müssen 50.000 machen. Gut. Scheint so, als müssen wir das Casino da hinten anfangen auszurauben. Oder zumindest aufzuräumen. Glücksspiel Shade Forum. Das ist der erste, der uns jetzt gleich hoffentlich, wo die Flinte läuft. Ne, das ist kein Casino. Okay, das ist irgendwas anderes. Das heißt, wir müssen... Ich überlege gerade, soll ich wieder einen Schlägertrupp holen? Das ist ja sinnvoll, ne? Sollen wir gleich gucken. Aber die Frage ist, braucht man einen Schlägertrupp? Ah, der ist da drin. Wie geht's? Hallo. Scheiße. Von dir wird nichts übrig. Lauf, ich mach den Wichser kalt. Die andere Seite. Alle verfügbaren Einheiten. Och, jetzt geht das schon wieder los. Bitte überprüfen. An alle Einheiten in der Nähe. Einheiten vor Ort haben Verdächtigen gesichtet. An alle Einheiten. Officer erbittet Unterstützung. Es gab ein Tötungsdelikt in South Down. Der Verdächtige wird beschrieben als männlicher Fahriger. Eingreifen erforderlich. An alle Einheiten. Los 60. Officer im Einsatz verletzt. An alle Einheiten. Ja.
genau. Polizei, leckt mich doch am Arsch. Hauptsache, ich habe aber den Typen erledigt. Das war mir so klar, dass... Der ruft, der schießt einen auf den. Der muss mal Polizei anrufen. Ich habe ja so Spaß mit den Spacken, Alter. Jeden Scheiß. Das ist schlimmer teilweise als GTA. Und der hat falsch geguckt, da ruft man die Polizei. Der hat geatmet, da müssen wir die Polizei anrufen. Der schießt sie sofort. Sie redet ständig darüber, dass sie runter ins Bayou fahren will und die Alligatoren füttern. Sie kann mir aber nicht verraten. Och, das haben wir doch in den letzten Part erfolgreich gemacht mit den... Lächelt nur, sagt, wir improvisieren. Genau, gut, dann haben wir das auch soweit. Den haben wir nämlich erledigt, den Typen. Ja, den haben wir nämlich erledigt, wunderbar. So, das ist was anderes. Okay, dann das ist das gleiche, okay. Glücksspiel. Wir haben noch ein bisschen an Schaden. Gut. Okay, das war eine richtige Sache, der Kohle einzuzahlen. Befragen. Ups, Entschuldigung. Du hast hier nichts zu suchen. Was geht da ab in der Sportsbar? Der Boss hat irgendeinen Niggerboxer in petto. Ich kann euch zeigen, wo. Anwerben. Der Arsch gehört jetzt mir. Ihr bleibt nicht mal übrig. Sack, Alter. So. Vorne wartet irgendwo ein kühles Bier auf mich. Also lass mich durch. Ja, das haben wir mal. Die 2.500 Schaden, die wir da gerade hatten, die nehme ich mal kurz mit. So. Wunderbar, keine Zeugen. Das ist immer wichtig. So, Geld brauchen wir ja keins mehr hier. Dann haben wir das auch erledigt. Dann geht es weiter. Ach, wir haben noch ein paar Sachen. Okay, zu erledigen. Ja, gut. Dann muss ich hier nochmal einen machen. Ja, so. Patsch. Offen. So. Gut, und das nächste machen wir dann quasi im nächsten Part. Ihr kennt das doch. Bis dann und tschüss bei Let's Play Mafia 3.